Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Sim World 2 Video hier auf der London Underground Bakerloo Line. Das Ganze wieder im Fahrplanmodus und da ich es meistens immer so mache, ist komplett random den Fahrplanmodus befahre, gibt es wieder die Hilfe des Random Number Generators. Es gibt fünf verschiedene Möglichkeiten für das Wetter. Das soll jetzt ein normaler, also soll jetzt ein klarer Mittag werden. Genau, und es gibt nur einen verfügbaren Zug, in dem Fall eine U-Bahn, ein Tube Stock, aber 201 verfügbare Zugdienste. Eieiei, 101. Ja gut, dann starte ich mal den 101. Ich habe ihn gefunden. Das ist der 101. Die 101. Zugverbindung für die 72er Tube Stock auf der London Underground Bakerloo Line. Die 240 11 Elephant and Castle nach Harrow and Wollstone. Da ist die komplette Strecke, hallo, da ist die Maus. Soll es werden. Ja, das wird ein langes Ding. 13:48 Uhr haben wir es und fahren Sie die kurze Strecke. Jetzt bin ich verwirrt. Fast doch noch die ganze Strecke. So, das Ganze geht nachher um Rest. Dann muss ich gleich nochmal einstellen. Schlüssel an. Der möchte eingesteckt werden und auf vorwärts. Türen an. Dann das Ganze hier noch auf, ups, nicht auf leer, sondern auf. Wo war es denn gewesen? Ich habe es doch gerade gesehen. Da, Harrow and Wellstone. Da soll es hingehen. Genau. Dann kann ich die Schöne wieder verriegeln. War nicht irgendwo Signal? Bim, bum, bam. Ich weiß nicht. Los geht's. Us, no Signal. Es ist grün. So, Führerstand, Licht an. Ich bin gerade unsicher, wie das jetzt nochmal war. Warum auch immer jetzt keinen zurücksetzen kann. Macht mich ja schon ein bisschen kirre. So. Ich muss halt gut machen. Das ist halt Lambeth North. Und ich war wieder zu schnell. Um 13:52 Uhr. Ich hab vergessen, wie das nochmal war. Wieder ein rotes Signal. Okay, ich habe das Gefühl, entweder. Ja, ich habe. Okay, das ist ein grünes Signal, sehr schön. Man kann hier sehr Leistung geben. Ich meine, es gab irgendwie einen Trick, wie man das dann wieder, wie man das Ausrufezeichen da wegbekommt, aber irgendwie. Ich bin zu lange nicht mehr auf den Underground Bakerloo Line gefahren, als dass ich das noch weiß.
Ich meine, es hat scheinbar was mit dem Break, mit der Brake Pressure zu tun. Irgendwie habe ich das Gefühl, oh, ich sehe halt nichts, ne? Oh. Eigentlich müsste ich noch heute Euro Truck Simulator 2 aufnehmen, aber bei der Sonneneinstrahlung ist es komplett. Kann ich jetzt komplett vergessen. Türen schließen. Und weiter geht's. 20 Miles per Hour, blind durch den Tunnel. Falsche Richtung, ich wollte bremsen. Ich muss irgendwie kurz nochmal hier nebenbei. Kontrast, Brightness, Kontrast. Falsche Richtung. Kontrast hochballern auf 100, damit ich noch weniger sehe. Heidewitzka. Ah, jetzt ging es aus. Wäre schön. Warum auch immer das jetzt erst ausging und nicht schon zuvor. So, gleich dürfte ich auch mit 30 weiterfahren. Zeitlich etwas hinterher. Oh, doch nur 20. Aber erstmal wieder auf das Bremsverhalten der Tube-Stock klarkommen. Vor allem nachdem ich zuvor mit der mit auf der Trees Valley gefahren bin. Aber das hier wird auf jeden Fall gut Punkte geben. Nächster Halt Embankment um 13.56 Uhr. Sollte ich dort sein. Das sind 600 Yards. Jetzt muss ich den Bike echt nochmal gucken. Warum das Wetter gerade so ist, wie es ist und ob es so weiterhin bleibt. Muss ich echt schon wieder. Stark abhängig machen, was ich wann wie aufnehme. Vom Wetter vor allem und nicht von irgendwie zeitlichen Dingen. So, ein bisschen zu spät bin ich jetzt auch wieder in der Embankment. Schön, linke Tür öffnen. Schön verriegeln. Ich würde sagen, wir eigentlich mehr Wolken als Sonne prinzipiell, aber vom Wolkenradar, der sieht halt eher anders aus, als ich vorher sage. Gesagt hat, nächster halt Charing Cross. In 12 Sekunden soll ich da sein. Nach dem Stop gestern nur noch mal 20 Miles per Hour weiter. Gefühlt ist dieser Bahnsteig länger als der vorherige. Ja, wie gesagt, ich musste mich an das Bremsen und an das Halten gewöhnen, aber solange ich zu früh bremse als zu spät, ist ja noch alles im Rahmen, nur 496 Punkte fürs Halten. Nächster Halt, Piccadilly Circus. In einer Minute soll ich dort sein. Ach ja, gut, ich gehe dort mit 20 Miles per Hour weiter, da war ja was.
Wir haben halt erstmal eine scharfe Kurve. Ich vergaß komplett. Und die 20 Miles per Hour, die bleiben ja auch bis Piccadilly Circus. Leicht bergauf, okay, 1,3%, schon manchmal, doch, ja gut, gibt Schlimmeres, zum Beispiel auf der AGV Mediterranee, da gibt es ja, glaube ich, war das 7,3%? Ich weiß es gar nicht mehr. Und auch noch wieder ein rotes Signal. Ich bin scheinbar wieder ordentlich unterwegs. So ordentlich, dass es doch immer noch auf Rot ist. Sehr schön, der schmeißt im Grün um. Dann kann es direkt weitergehen. Immer noch mit 20 Miles per Hour. Nächste halt wäre dann Oxford Circus. Ach ja, gleich geht's aber weiter mit 13 Miles per Hour. Oh Gott. Ich kann gar nicht rechnen, weil ich so stark die Augen zurückkneifen muss wegen der Sonne. In einer halben Minute soll ich da sein, okay? Es sind noch 400 Yards. Geht auch noch ordentlich bergauf wieder. Bin mal gespannt, wie dann das. War jetzt gespannt. Also, klar, wie das sich atmosphärisch anders wirkt bei London dann in im winterlichen Touch ist. Wieder runter auf 20 Miles per Hour. Jetzt halt Regent's Park. Es soll dort sein in anderthalb Minuten. Das sind 0,6 Yards. Ich darf dann erstmal nur. Ah ja, klar. Ich bin ja mit 20, glaube ich, geschadet. Ne? Ich bin ja mit 20 reingefahren. In einer Meile dürfte ich dann, also nach Regent's Park, geht es dann hoch auf 35 Miles per Hour. Geht ordentlich bergab. Denn wo es bergauf geht, geht es doch bergab. Da hinten aber gibt es nochmal ein rotes Signal. Und 300 Yards. Ich hoffe mal, springt gleich um, ansonsten muss ich nochmal halten. Okay, sehr schön, er springt um. Ich darf auch 30 Miles pro Hour sogar fahren mittlerweile. Dann beschleunige ich mal wieder. Ich muss dann ein bisschen mehr Zeit gut machen. Ich habe da jetzt Zeit liegen lassen, weil ich nicht darauf geachtet habe. Gas nochmal kurz 15 Punkte nur, weil ich zuvor ja auch ein bisschen schneller unterwegs war. Für einen kurzen Zeitraum zumindest.
Schön, wie man auch den Zug hier im Spiegel sieht, wie er da anhält. Das sind so kleine Sachen, die halt das Ganze wieder, das ganze Erlebnis auch viel nicer machen. Allein nur vom Feeling her. Nächster Halt ist die Baker Street. Ich soll dort sein in einer Minute. 735 Yards. Aber ich kann ja auch mehr oder weniger Full Throttle fahren. Also mehr oder weniger. Stimmt, da muss ich dann gleich aufpassen, wenn es dann wieder in die Oberwelt geht, dass ich dann nicht vergesse, dass es dann draußen etwas glatter auf den Eisen, auf den Eisen, auf den Gleisen ist. Mich kurz ein bisschen erschrocken. So, jetzt habe ich dafür das Thumbnail erstmal ordentlich Zeit liegen lassen, aber die Zeit hole ich wieder rein, spätestens nach Queen's Park. Nächster Halt Marylebone. Eigentlich soll ich jetzt da sein, aber naja. Passiert halt. Na, die hat's noch. Hoppla, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Tür wieder verriegeln und weiter geht die wilde Fahrt. 486 Punkte jetzt nur fürs Halten. Davor gab es fürs Halten von der Zeit der noch sogar 500 Punkte. Überraschenderweise. Nächster Halt ist dann die Edgware Road. Da bin ich auch wieder ein bisschen zu spät. Werde ich dort halten? Wie man sich den Nacken verspannen kann oder die Schulter verspannen kann, wenn man einfach dämlich beim Schlafen sich dreht oder wendet oder was weiß ich. Ich versuche gerade so ein bisschen nebenbei, so ein bisschen so die Verspannung so einigermaßen zu lockern. 485 Punkte, ein Punkt weniger, nächster halt Paddington. In einer halben Minute soll ich dort sein. Es sind 500 Yards noch und kurz vor Paddington geht es dann runter auf 20 Miles per Hour. Wahnsinn, unter der Verspannung ist noch eine dickere Verspannung. Uiuiui. Unangenehm. Minimal unangenehm. So, ich komme schon runter auf 20 Miles per Hour.
damit wir nicht ordentlich so krass in die Kurve reingeworfen werden. Geht's bergab? Nee. Wieder ein rotes Signal hier nach dem Bahnsteig von Paddington. Und 482 Volt, da gab es nur, Mensch, das wird ja immer schlimmer. Nächster Halt ist dann die Warwick Avenue. Dort soll ich sein in einer halben Minute. Da sehe ich mich nicht bei der Entfernung von 900 Yards, wobei gleich geht es nochmal ein bisschen weiter voran mit 35 Miles Power. Zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Kann ich vielleicht noch ein bisschen wieder was gut machen, aber... 482 möchte eingeholt werden. Jetzt geht es auch wieder schneller. Das hintere Teil des Zuges ist auch über die Begrenzung rüber gekommen. Es wird auf jeden Fall nochmal gut Punkte geben, also ich werde hier nochmal auf ein Level aufsteigen, auf Level 48 glaube ich. Ich weiß jetzt aber nicht, was für ein Level ich gerade bin. Zeitlich muss ich echt gleich was nach Queen's Park ordentlich rausholen. Also, ja. Yeah. Da ist mir die Zeit gerade doch schon ordentlich im Nacken. Nicht nur in der Verspannung, sondern auch die Zeit. Sehr schön, 500 Punkte fürs Halten. Immerhin fürs Halten 500 Punkte. Sind ja 84 Punkte, die Punkte bleiben wieder mehr. Fürs Zeitliche, fürs Einsteigen lassen, sehr schön. Nächster Halt ist ein Maida Vale, allerdings nochmal im roten Signal zuvor. Ich hoffe mal, das springt um. Sehr schön grün geworden. Und 1,3 Meilen haben wir dann, sollten wir dann auch bei Queen's Park sein. Also quasi nach Maida Vale müsste das sein, oder? Ich kann nochmal Kilburn und dann nach Queen's Park. Kann man ja sehr gut erkennen an den der 15 Miles per Hour Begrenzung. Dann geht es dann aus dem aus der Underground raus in den die Oberwelt quasi. Müsste eigentlich auch schon wieder schon in Maida Vale sein, ne? Also boah. Zeitlich echt der Zeit hinterher. Er hat 90 Punkte, sehr schön. Jetzt gehe ich wieder mehr auf die 500 zu. Nächster Halt ist ein Kilburn Park. Ich sollte dort sein in 25 Sekunden. Das sind aber noch 700 Yards. Das werde ich zeitlich gesehen auch nicht ganz schaffen. Ich würde den Kontrast des Motors wieder dunkler stellen. Allerdings weiß ich halt nicht. Inwiefern das jetzt was bringt, ob die Sonne nicht gleich sowieso wieder rumkommt.
durch die Scheibe knallt. Okay, nach Kilburn Park ist dann noch ein rotes Signal. Einzelne Schauer sind gerade angekündigt. Okay. Punkte fürs Halten. Wie ich diese Tür aktivieren kann, ne? Das frage ich mich ja immer noch. Die Tür ist deaktiviert. Das ist das Schöne für die Tür. Ne, es heißt in Queen's Park. Wie viele Bohnen gab es nochmal fürs Wegfahren? Nur 488. Ich habe auch ein bisschen gepennt. Ja, ist auch nur ein Wolkenbändchen, was jetzt gerade hier wahrscheinlich gerade davor sprießt und anklopft. So, darf ich nicht vergessen, dass es gleich runtergeht auf 15 Miles per Hour. Wenn er nach draußen geht. Ich frage mich, wo der klare Wintertag ist, ne? Ohne Schnee und so. Ich habe das Szenario nochmal neu gestartet. Ich dachte, das wird mitgeladen. Aber okay. Offenbar nicht. Äußerst unbefriedigend das Ganze. So wird zum Thema klarer Wintertag. Ich dachte, das Wetter wird mitgeladen, wenn man das Ganze, wenn man hier auf Neustarten drückt, aber offenbar nicht. Sehr, 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 sehr schade. Mal schauen. Gibt ja keine Reihenfolge für die Videos. Vielleicht kommt das Video dann halt einfach auch später. Nee, sei bei dann Cancel Green. Ich glaube 477 Punkte fürs Abfahren. Jetzt darf ich eh noch nur mit 10 Miles pro Hour fahren. Das ist wahrscheinlich einfach so ein sommerliches Ding, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was für ein Ding hier gerade ausgewählt wurde. Okay. Das ist ja schön. Die Sonne bleibt eigentlich die ganze Zeit jetzt da. Darf ich auch wieder ein bisschen beschleunigen, 15 Miles per Hour. Ich soll dort sein in 37 Sekunden. Das werde ich definitiv nicht schaffen. Denke ich mal.
Kommt mal drauf an, wie schnell ich wieder schneller fahren darf. Aber die Zeit, die werde ich bestimmt noch rausholen Richtung Harrow and Wellstone. Sogar 45 Miles per Hour fahren, dann beschleunige ich mal ordentlich. Ich müsste schon längst da sein. Ich habe aber noch eine Meile vor mir, das ist super. Ich habe das Gefühl, der komplette linke Nacken. Das komplette linke Schulter oben. Komplett verspannt. Oh. Ich werde das Bremsen nicht vergessen. Nochmal schön eine Streckenkarte hin platziert. Die erste von 25, der Wahnsinn. So viele habe ich schon platziert. Ich finde 46 Punkte, die hole ich wieder rein. Nächster Halt, Williston Junction. Um eine halbe Minute soll ich da sein. Das sind 0,9 Meilen. Und es geht nochmal runter auf 30 Miles per Hour. Mal schauen, ob wir es schaffen, ja. Ich muss auf alle Fälle nochmal Leistungen rausnehmen, nochmal reinbremsen. Wunderbar. Und dann rolle ich jetzt weiter. Ah, okay, ja. Hier bin ich also. Bin ich jetzt noch vor dem... Ich bin mir gerade unsicher, weil wir so nah sind. Aber das... Ich habe keine Ahnung. Belohnung erhalten, 72 Meilen gefahren mit der 72er Tubestock. Und haben wieder unseren stetigen Begleiter von bei dieser Fahrt. Auch vor Williston Junction, beziehungsweise nach Williston Junction, ein rotes Signal. Zeitlich gesehen eine Minute zu spät, das ist echt... miserabel hier. Was ich mir zeitlich hier zusammenfahre. Da muss man ein bisschen später jetzt. Dafür aber stärker. Ich kann auch viel später bremsen. Dann friegel ich wieder die Türen und gebe wieder Leistung. 444 Punkte gab es noch fürs Halten. Nächster Halt ist Hardest und da hätte ich schon längst sein müssen. So gut bin ich in der Zeit. Da
kommt das andere wieder raus und schallt mir wieder die Augen weg. Oh Gott. Jetzt muss ich mich auch noch ordentlich konzentrieren, weil das Licht auch gefühlt weniger wird. Was wir hier wieder haben. Machen wir das Führerscheinslicht aus. Wir sind jetzt ja gerade draußen. Da brauche ich es ja nicht mehr. So wirklich. Prinzipiell habe ich das einfach nochmal an. Ob ich die Verspätung wieder rausfahren kann, ich bezweifle es mittlerweile. Die baut sich ja irgendwie mehr auf, als es abnimmt. Wenn die GPU hier nicht so abkacken würde ab und zu, würde ich wahrscheinlich sogar noch besser bremsen können. Excuses were made. Aber es ist halt wirklich so, also. Das bremst einen halt doch schon aus beim Bremsen. 442 Punkte, wir haben 2 Punkte verloren für zeitliche nächste halt Stonebridge Park. Da sollte ich prinzipiell gesehen jetzt ankommen, sind aber noch 0,9 Meilen. Dafür kann ich jetzt wirklich komplett die Leistung, komplett Full Throttle fahren. Da es nur eine Begrenzung von 50 Miles per Hour gibt. Die ich niemals erreichen werde. Also die ich schon eher erreichen würde als die 90 Miles per Hour, aber. Jetzt liegt auf diesen Schreckenabschnitt. Hey, gut. 42 Punkte bis jetzt zu schlagen. Und ich muss wieder gut bremsen können, denn der schädige Begleiter, das rote Signal, erwartet auch wieder nach dem Bahnsteig 2 von Stonebridge Park. Möglichst spät reinbremsen. War, würde ich sagen, ein guter Bremsvorgang bei Stonebridge Park. Nächste Halt ist in Wembley Central. Hier gab es 443 Punkte nur für. Ganze 8 Punkte wieder liegen lassen. Eieieiei. Dann dürfte jetzt, glaube ich, der Abschnitt kommen, wo es wieder eine Unterführung geht und langsamer und so weiter und so fort. Ich glaube, es wäre nur noch unter 25 Miles per Hour, wenn ich mich recht entsinne. Ich müsste schon längst in Wembley sein. Beziehungsweise bei Wembley Central. Und Kühling auf 40. Dann würde ich die mal auch nicht überschreiten.
Verkehrsskill in die 40. Ordentlich drüber. Aber es geht nochmal bergauf. Und auch nach Wembley Central erwartet uns wieder ein rotes Signal. So konnte zumindest gerade gut die Geschwindigkeit ein bisschen halten hier. Der von den 40, es war nur 38, aber ganz solide gehalten, würde ich sagen. Und jetzt hier wieder in Wembley Central rein, nochmal ein bisschen Nachbeschleunigung hier immer noch bergauf. Hier gibt es auch noch das ein oder andere Ding, was ich aufkleben oder aufhängen kann, aber ist ja auch zu erwarten, wenn ich hier schon keinen einzigen Streckenfahrplan hin hatte. Nächster Halt ist dann North Wembley. Hier gab es nur 422 Punkte, auch wieder gut Punkte liegen lassen. North Wembley müsste ich auch schon sein, also ich bekomme die Zeit scheinbar nicht mehr Richtung Harrow and Wellstone eingefahren. Der Zug ist im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren. Aber dafür gibt es gut Punkte, das ist ja auch schon mal was Gutes. Hier auf London Underground Bakerloo Line. Irgendwie wirkt das mehr herbstlich, habe ich das Gefühl, als winterlich hier. Aber gut, ist halt wie es ist, das kann man nicht ändern. Jetzt könnte ich auch wieder die Bremskurve verkacken. Da es halt einfach danach kein rotes Signal gibt, sondern ein grünes. Ja, zu früh reingebremst, würde ich sagen. Oder passt es? Bisschen zu früh, ne? Bisschen zu früh. Nur 493 Punkte fürs Halten. Stell die Türen auf. Und schnell wieder zu. 417 Punkte, wieder Zeit liegen lassen. Nächster Halt wäre dann South Kenton, wo ich vor einer Minute hätte schon sein sollen. Habe aber noch eine Meile vor mir, also ja. Volle Punkte werde ich jetzt nicht mehr fürs Zeitliche bekommen. Das ist. Das steht schon mal mehr als nur fest. Aber auf jeden Fall gibt es gut Punkte hier auf der Strecke, wie gesagt. Die ja gut für so das. Nennen wir mal das angehobene Ziel um 50 Level betrifft. Also wie gesagt, ich denke mal Level 100 werde ich easy erreichen und da um halt eine gewisse Challenge haben zu können oder zu haben, habe ich mir dann gedacht, gut, dann erhöhe ich das halt einfach auf um 50 halt auf 150 Level. Ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt drin ist, aber ich schätze es einfach mal. Ansonsten muss es halt das ein oder andere Video mehr geben, ne? Auf
495 Punkte. Jetzt muss ich verriegeln. Hä? Was ist denn jetzt hier wieder los? Das war sehr weird. Gut, 408 Punkte. Ist jetzt auch nicht allzu schwer, wenn ich da irgendwie noch so ein komisch... Also, für mich sah es gerade bugmäßig aus. Also, es war bei Einsteigen lassen oder schon bei Verriegeln, aber halt irgendwie noch nicht ganz. Und irgendwie war es gerade merkwürdig. War ein bisschen verwirrt. Nächstes Halt ist dann Kenton. Und dann bin ich auch schon fast in Harrow and Wellstone. Man auch echt nicht höher als ich kann gerade echt keine Geschwindigkeit aufbauen irgendwie. Warum auch immer. Jetzt noch wieder den Bremspunkt gut erwischen. Muss aber nochmal nachbremsen. Regel und der Lesehaltepunkt ist auch schon der Endhaltepunkt für uns. Nämlich Harrow and Wellstone. Gab nochmal nur noch 380 Punkte, aber immerhin. War zu erwarten, so, ne? Also. Gibt zwar jetzt auch Goldmedaillen hier im Fahrplanmodus, aber. Der Fahrplanmodus ist ja eigentlich nicht dafür ausgelegt. Und wie gesagt, ich finde, das sieht echt sehr, sehr herbstlich aus hier, aber. Okay, es war ein bisschen hier verkackt, pipapo. Sobald in der Frühlingsanfang ist, dann wird es ein wirkliches frühlingshaftes Fahrplan, eine frühlingshafte Fahrplanfahrt hier auch auf den anderen Underground Bakery Line geben. War es halt einfach irgendwie aufgrund des Neustarts innerhalb des Ganzen hier scheinbar hier verkackt worden. Nehme ich mal auf meine Kappe. Gut, auf wessen sonst, ne? Also. So, hier auf jeden Fall muss ich den Bremspunkt ja gut erwischen. Ich würde schon sogar angenehmer wieder reinbremsen, weil es halt der Endhaltepunkt ist. Schmeiße ich mal die Leuchte nicht so durch den Zug. Zumindest nicht durchgehen so durch den Zug. Perfekt. Dann öffne ich nochmal die Tür und lasse die Fahrgäste einsteigen.
Und dann muss ich nochmal woanders hinfahren. Ich muss nochmal zum zentralen Nebengleis fahren, wo der Pfad dann hier komplett endet. Gut, dann fahren wir nochmal eben hin. Und können dann diese Fahrt auch hier auf dem Nebengleis von Harrow and Wellstone beenden. Und wer weiß, vielleicht geht es ja sogar von genau diesem Nebengleis im Frühling weiter. Schade, dass man nicht so einfach die Geschwindigkeit halten kann, sondern immer wieder Rangiergleis aus, damit man die Geschwindigkeit hält. Perfekt. Wahrscheinlich sogar noch ziemlich gut noch gehalten am Haltedings da in der Nähe. Aber das kann ich nicht ganz genau erkennen. So, wunderbar. Das war die 50. Goldmedaille insgesamt. Achievement Unlock Gold Penning. Da war noch eine 50 in dem Achievement drin. Genau, das war jetzt die 240. Oder die 240 11. Oder die 24011. Elephant Castle, Harrow and Wellstone. Es gab die beste Haltegenauigkeit, glaube ich, in Lambeth North. Ist, glaube ich, unabstreitbar mit 0,1, 0,0, nee, mit 0, doch mit 0,012 Yards. Allerdings hat das Ganze da auch, glaube ich, begonnen, oder? Wenn das alles dort begonnen hat, dann war dann der beste Halt in Hardestin. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe 42,5 Minuten dafür benötigt. Level 48, Level 11 auf der London Underground Bakerloo Line. Level 17 in der 72er Tube Stock. 17,76 Meilen zurückgelegt. 25.715 Punkte bekommen und dementsprechend die Goldmedaille. Ja, wenn man das mal so überschlägt, sind es nur noch um die 355 Punkte, bis ich die 1 Million Punkte habe. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Train Sim World 2 Video wieder.